Rucksack. Dann machen wir mal eben schnell hier das Licht mal aus. Ach Mensch. Na super, das bringt ja auch nichts. Ist das irgendwie ein gepanzerter Scheinwerfer oder so? So, die alle hatten wir. Oh, den nicht. Den auch nicht. Was ist denn mit dir los? Hm. Wir sind mal so nett, glaube ich. Hm? Kommen wir mal über alle. Einfach mal das Licht ausschalten. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Was passiert denn hier? Oh. Geht's hier weiter? Könnten wir mal so probieren. Hier kommt ja der Typski jetzt her, oder? Scheiße, da muss ich wohl mal nachschauen. Gut, dass du nachgeschaut hast. So, allerdings möchte ich gerade noch, glaube ich, hier noch nicht weitergehen. Sondern ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich hier noch irgendwas nicht erkundet habe. Muss doch noch irgendwas geben. Zum Beispiel das hier. Momentchen mal. Oh nee. Nee, nein. Das gibt's doch nicht. Die Tür lässt mich schon wieder nicht zurück. Okay, gut. Merke, solche Türen nicht öffnen. Das war ziemlich... Wow. Das war ziemlich gefailt. Uiuiui. Ah, so, was ist hier los? Na? Oh oh. Ui. Ach, du Scheiße. Au, 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 au. Ach du Scheiße. 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 Oh. Meine Fresse. Oh. Mann, war das aber knapp. Oh. Ah. Unglaublich. Jetzt fangen die hier schon an, aktiv gerade mit Granaten zu werfen. So, genug davon. Haben wir hier noch wen? Ach so, die braucht man hier die ganze Zeit. Na, ist ja toll. Ah, super. Was ein Scheiß. Ah, komm schon, geh drauf. So, hier kriegen wir überall diese Teile. So. Okay, gut, dann kommen wir hier gerade mal weiter. Gibt's noch hier wen? Ah! Da oben. Wo ist das? Ich hoffe mal. So, und ich hoffe mal, dass wir hier dann noch genug Zeug finden.
Okay. So. Zack. Können wir noch bei dem Großen hier noch einsammeln. Dann kommen wir noch hier rein. Jetzt was. Oh, schön. Okay. Alles klar. Gut, dann können wir... Was war das? Okay, gut. Egal. Hoffentlich nichts Böses. Hier liegt noch eine Gasmaske. Okay, gut. Ich glaube, können wir mal eben hier hoch. Huch. Nein, nein. Schön nach oben. Okay. Ja, können wir mal eben lesen. Diesmal jetzt aber mal wirklich. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher. Die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam und große Worte wie beim Reich versammeln sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitungen begleitet, erscheint mir noch schlimmer als die Reden der Faschisten. Ja, bloß verballern sie wahrscheinlich jetzt gerade dann 90% der Armee auf mich für Verstärkung. Okay, bleibt noch 1 Minute 27. Gut, also langsam mal Zeit wieder hier ein bisschen zu sammeln. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Ui. Ja gut, können wir ja das hier mal eben austauschen. Zack. Mehr ist das aber auch nicht, ne? Oh oh. Na. Komm schon raus da. Ist es vielleicht da oben nicht notwendig, eine Gasmaske zu tragen? Doch. Okay. Ach, jetzt haben wir wieder 4 Minuten. 6 Minuten. Achso, nee, gar nicht wahr. Da unten die Uhr. Ich zeig's an. Okay, gut, also dann, wohin müssen wir? Ach nein, doch nicht auf die Leiter. So. Okay, da waren wir gerade eben von der anderen Seite dort. Hier gibt es so einen kleinen Kasten. Mit Zeug und Wurfmesser, die wir übrigens auch so langsam mal wieder benutzen sollten. Weil die sind, ja, die sind schon ziemlich effektiv. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Kasten. Ein Foto. Nee, das bringt uns nicht viel weiter. Und hier gibt es auch nichts. Okay. Was ist unser Ziel hier? Sieht ja auch eigentlich nichts, wenn wir das Licht ausschalten. Ist ja komisch. Hier hinten gibt es auch nichts. Hier waren wir ja schon. Es muss ja eigentlich dann schon irgendwas mit der oberen Etage dann zu tun haben. Oh? Was ist denn das? Okay. Achso, ne, hier gibt es auch nichts. Na dann, da muss es wohl wirklich irgendwas mit oben zu tun haben. So, hier gibt es aber auch keine Gasmaskenfilter. Und aber hier kann man auch keine Knöpfchen drücken oder so. Ist ja komisch. Ah, da geht's noch wo nach oben. Ach, verdammt. Nein. Runter. Oh, war ja nur noch 2,5 Minuten.
jetzt muss ich mich so langsam mal mit der Lösung hiervon beeilen. Aber das scheint hier was zu sein. Aha, gut. Also, und uns weiterbringen tut es jetzt wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Wohin müssen wir? Hä? Es muss ja doch irgendeinen Ausweg geben. Vielleicht irgendwie ausschalten. Ohne Kommentar. Okay. Ja, dazu jetzt einfach ohne Kommentar. Vorsichtig, vorsichtig. Gut, so. Einen Spion fangen? Ja, das wäre gut. Ich bin es leid, Wache zu schieben, während die anderen befördert werden. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar. Oh, yeah. Stopp, 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 stopp. Ausschalten wäre da besser gewesen. Wieso brennen die denn alle, wenn man die tötet? Autsch! Autsch! Au! Au, 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 au. Oh. Geht's ja runter. So. Au, 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 au. So, vielleicht. Also. Oh. Wo ist er denn? Okay. So, weg damit. Okay. Moment, das sehen wir gleich auch. Allerdings gehen wir dann nicht durch so eine Tür. Sondern heben das er dann erstmal auf. Puh. So. Neuer Eintrag. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Mosquin und von der roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Ja, dieser Verräter. Das war echt nicht cool.
Wegen dem haben wir jetzt hier so viele Probleme am Hals.